Hallo und herzlich willkommen zu Sims 4 und der Legacy Challenge und wir sind ja hier heute zu Hause. Maria hat den Laden hinter sich gelassen und erst um sie erstmal auszupennen. Aber viel mit Pennen wird nicht sein, weil wir dann irgendwie Sam ihren Geburtstag feiern wollen. Sie ist nämlich Jogelissa Blinker und ja, ich würde mal sagen, es ist zwar früh um 6. Na, ehe sie mir ihr Geburtstag feiert, für sich selber, würde ich mal sagen, ja, rufen wir mal an, veranstalten eine Party oder so. Im Großen und Ganzen habe ich dir alle hier Urlaub, außer Ludwig, der hat sich krank gemeldet. Na, ist halt ein bisschen frecher. Gesellschaftliches Ereignis planen. Okay, wo bist du? Was ist mit dem Müllhaufen da? Miss Stevie Flina. Nichts, den müssen wir später wegräumen. Ja, Geburtstag, wollen wir erstmal sehen. Das Spiel muss doch wissen, wer Geburtstagssim ist, oder? Das ist ja doof. So, jetzt unsere Gäste. Erstmal unser Haushalt. Ich glaube, das müssen wir mit anklicken, sind die nicht Gäste. Wie viel darf ich denn? Thea und Eva und Leonie. Und dann wollte ich unbedingt, dass Thea heute kommt, weil irgendwie will ich, wenn Sam älter wird und junger Erwachsener wird, muss Thea dann auch irgendwie älter werden. Okay, super, dabei belassen wir mal. Na klar, lassen wir uns was zu essen kochen. Mixen wollen wir es auch was lassen. Nun, Musik machen wir alleine. Kein Entertainer und... Oh, Harsha! Oh. Snubara, Dubna Timfi, Watamini Chaf. Una Turb, Yawa, Balprosh Girabu, Lanaga Klonkis, Bruhana Domse, Grinia. Okay, wir haben feindliche Sachen. Ich bin auf Aaron und du... Nee, das kannst du mal wegwerfen. Wir brauchen die Teile auch nicht. Hopefully Nardu. Sukuni Lazar. Arvin. Kabura. So, wie sieht's aus mit Hunger bei euch? Ich würde nicht lange fackeln, sondern hier... Ach Quatsch, mach doch mal, geh doch mal auf Sam. So, und jetzt machen wir das auf. So, Torte raus. Und müssen den Hocker schon wieder beiseite stellen, ne? Ist einmal dasselbe. Okay, diesmal darf der da draußen stehen. Und die Torte steht auch vernünftig. Was? Ein paar Tipps für erfolgreiche Veranstaltungen? Ja, Kuchen und so weiter haben wir doch schon. Mensch, wir schlafen noch nicht. Ach, Witz erzählen sollen wir. Erzähl mal dem Ludwig einen Witz. Mehr Auswahl lustig. Witz über Vampire. Hier ist Tia. Noch kannst du. Okay, also nicht im Busch. Du kannst mit ihr flirten. Damit sie nicht so alleine rumsteht. Und einen schmutzigen Witz erzählen. Aber ja, zwei Witze. Das wäre dann ehrlich. Wo sind Sam? Sims tanzen lassen. Training. Okay, wirst du noch eine Runde tanzen? Und? Ich habe gedacht, sie kann irgendwie noch... Ach, und trinken sollen wir, siehst du? Und dann musst du...
Wir können noch nicht trinken. So, Sam, los. Kerzen auspusten. Ich würde mal... Ludwig ist gerade... Ach, na, wird... Schulschwänzen. Also mit dem gleichzeitig tanzen lassen, das klappt irgendwie. Kannst du Tier noch einladen? Tier zum Tanzen einladen. Und mit dem wird's dann ordentlich hingehauen. Das Kleid sieht allerdings auch sehr gut aus. Vorschlagen, Tanzen mal zu bringen? Nee, los, mach mal einen Witz. Schmutzigen Witz. Dann erzählst du dir eben nochmal. Also nicht. Ich hatte auch mit dem Witz nicht geklappt. Pusten. Verantwortlich wegen positiver Verantwortung ist sie. Sam ist älter geworden und habe ich jetzt noch. Okay. Hitzkopf nicht kokett. Blöde. Das möchte ich auch nicht. Sie soll ja irgendwie was. Es gibt keine richtigen tierfreundlichen Sachen und so. Viel Fraß. Kleptoman wahnsinnig. Schade eigentlich. Keine Kinder ist auch doof, weil die sollen ja mal irgendwann Kinder haben. Eifersüchtig. Ach komm, mach mal ein bisschen kompliziert. Sie ist eifersüchtig. Junge Erwachsene sein. Okay. Okay, hau mal gleich wieder auf. Danke. Können wir jetzt irgendwie dafür sorgen? Kerzen abfeiern? Glasur probieren? Warte mal jetzt. Würde ich mal gerne... Wie kriegt Tier dazu? Kerzen entfernen und so sich was wünschen. Ich glaube, die muss ich dann irgendwie... Ja. Irgendwie anders. Oder mir mehr aus Sim altern lassen. Aber das gilt dann nur für den Sim, den ich anklicke hier oder was. Weil im Großen und Ganzen ist dann hier zum Beispiel hier, ach so, er blinkt da unten. Fürs kommt dann helfen, schlechte Beziehungen zu ketten. Spinnst du? Das ist deine Freundin. Kennenlernen? Mehr Auswahl? Na guck mal, hier geht ja weiter nichts. Runde bilden? Ich kann nicht sagen. Puste hier mal die Kerzen aus. Das ist natürlich schade. Sim altern lassen. Ach, guck mal. Tia. Dann machen wir das mal so. Mal sehen, ob das geht irgendwie. Nee, jetzt setzt sie sich dahin. Das ist ja doof. Also ich bin immer noch auf Sam. Sich was wünschen. Achso, dann feiern die Seite. Das ist nicht möglich, wenn ein Sim altert. Okay.
Herd muss hier bald mal machen. Das ist ja doof. Ach, guck mal, jetzt steht er doch auf. Mal sehen. So, Maria ist gerade ziemlich beschäftigt. Soll sie trotzdem zur Arbeit gehen? Bezahlten Urlaub nehmen. Hatte ich doch eigentlich auch gesagt. Oh, guck mal, Tia wird auch älter und wird damit dann bald ins Haus ziehen. Ist doch richtig spannend. Wow. Na klar, trinken Sims gleichzeitig tanzen lassen. Techtelmechtel im Raketenschiff. Nee, das wollen wir ja nicht. Nächstes Lied. Etwas Gruseliges anhören. Okay, das war also nicht. Ich wollte hier zum Essen rufen. Los, lass hier mal alle irgendwie. Was ich unbedingt noch wollte ist. Das ist ja süß, das sind die alle Kuchen. Ich wollte gern Sam einen Job geben. Und Sam soll nicht irgendeinen Job nehmen, sondern. Wo ist denn das? Das sind Dinge, die überhaupt nicht klappen mehr. Wir werden natürlich ganz schnell irgendwie eine Tierarztpraxis bauen. Und zwar jetzt. So, schwupp und fertig. Hier wird sich nochmal umarmt und inzwischen müssen wir leider Geld. Wir können nicht. Ach so. Jetzt verstehe ich. Das muss ich erstmal schließen. Vorzeitig beenden. Gut, beenden wir jetzt, weil ich will irgendwie weiterkommen. Eine Türklinik kaufen. Na, mal sehen. Also. Ihre Eltern machen ihr ein richtig gutes, großes Geburtstagsgeschenk. Und mal sehen. So, Tierklinik, die haben wir gebaut. Die haben wir gekauft, möbliert. Die Familie kauft natürlich, aber Sam wird das Ding schmeißen. Okay, jetzt ist sie gleich anwesend. Ja, sie hat genug Geld. Wenn irgendwas in der Klinik fehlt, ich sag mal, gut, dann ist es halt so, jetzt ist noch früh. Reichen die Lampen überhaupt aus? Los, gehen wir dahin. Ich sag mal, hier sind drei Behandlungstische. Hier ist die Anmeldung. Hier ist der Wartebereich mit ordentlich Fernsehen. Hier ist der Tisch, um Medizin herzustellen. Und ich habe zwei Schränke. Ja, hat sie einen Schrank mit was zu essen. Warum hast du jetzt Hunger? Das wundert mich. Und hier ist eine Station zum Operieren. Irgendwie können wir schon einen Angestellten einstellen. Das würde ich auch gerne mal machen, aber so der mittlere Punkt ist gute Ärztin oder so. Supriya Delgado wäre zum Beispiel schon eine gute Ärztin. Ich glaube, die nehme ich auch mal. Ich muss nur aufpassen, in meinem Hunde- und Katzen-Let's Play
ist sie auch meine Angestellte. Das ist ein bisschen blöd. Theodora Traumtänzer könnte bei mir arbeiten. Das ist meine Schwester. Das ist ein bisschen hohl, ne? Die hat aber genug Charisma und Geschicklichkeit der Reparatur. Und so. Das wäre also eine Überlegung wert und die andere als zweite später zu nehmen. Das mache ich mal. Okay. Also. Das mache ich mal so und die Klamotten lasse ich so und Tierklinik-Einstellungen. Nee, dann besinnt, will ich auch verdienen. Werbung? Machen wir keine Reklame, machen wir Werbung. Das Goldpaket. Die Versorgung ist Standard und der Tierarzt. Grün. Nee. Okay, das lassen wir so. Kann ich das hier zumachen? So, ja. Okay. Hausschwanzspitze. Okay. Tier ist hier nicht in der Nähe. Ich würde trotzdem mal Probe öffnen, oder? Naja, klar, ein bisschen neugierig bin ich. Tierklinik ist geöffnet. Ja, wenn sonst keiner aus dem Kühlschrank ist, dann bist du dem dein eigener Sitzen. Und eigentlich, ja. Ach, guck mal. Da ist er ja. Das ist eigentlich nur cool, wenn. Theodora Traumtänzer. Ah! Hallo! Ach, was hat die denn das? Die Dolle, die ist ja drollig. Patient begrüßen. So, so. Dag, dag. Patient ungeduldig begrüßen? Ich hab es nur begrüßen. Sie begrüßt die Frau. Cleo bedeutet mir alles und fühlt sich... Was? Und sie fühlt sich schrecklich. Ich bin dir heute für jede Hilfe dankbar. Okay, wo ist sie? Alter, komm noch ein Hund. Schrecklich gemein als gutes Tier. Untersuchung beginnen. Jetzt macht man nicht so lange rum. Ach, guck mal, jetzt kommt Theodora auch in Gang und... nimmt sich dem Hund an. Das ist ja sehr cool. Warum ist nie verärgert? Das ist ja... irgendwie, das klappt... Das habe ich schon gesehen, dass das besser klappt als... Oh, die Katze ist derartig gestresst. Die beruhigen wir erstmal. Tier beruhigen. Na, die Alte müssen wir auch mal beruhigen. Aber die zählt hier nicht. Na, das wäre schon cool, wenn wir irgendwie Lösung hätten, oder? Na, kick doch mal. Ja, das muss doch klappen. Die Katze sieht auch schon mal cool aus. So, das Tier ist beruhigt. Und ich würde die Untersuchung mal beginnen. Messen wir Temperatur. Und der Taut Fell untersuchen machst du auch gleich und dann kick mal heiße Pfoten. Und? Vielleicht guckst du mal ins Maul. Trockene Augen, sie hat das Fell nachgeguckt. Man ist sie. Ist sehr doll. Augen untersuchen, Herz abhören. Komm, wir gucken ihr ins Maul. Ein bisschen leicht gestresst ist sie. Das sieht an die Balken oben. Das hat nicht geholfen. Los, Patient, beruhigen. Das ist mir zu viel hier oben. Juvina Alfonso. Was afraid. So, Untersuchung beginnt. Aha, und Ruhe zusprechen.
Sam ist ein eifersüchtiger Sim. Stand da oben. Das Vertrauen. Vertrauen eifersüchtiger Sims steigt, wenn man sie in der Nähe ihres, wenn sie in der Nähe ihres Schatzes sind. Sie fühlen sich jedoch unwohl, wenn sie ihre bessere Hälfte, als wenn ihre bessere Hälfte nicht bei ihnen ist. So, na los, in der Untersuchung muss noch sein. Atmung, hört man die Atmung? Mach mal gleich ne die Beiß. Nee, immer noch unbekannte Diagnose. Hohe Temperatur. Ah, die Katze hat brennende Pfoten. Wir können sie behandeln. Parasitenkillerspray hilft. Immer. Ach, guck mal, die kümmert sich dann um den Hund. Wow. Juhu. Und schon geht's ihr wieder gut. Das ist ja richtig cool. Ein bisschen Leichenstress hat sie immer noch. Und wir haben 137... Oh, wir haben zumindest 112 Simlos eingenommen. Was ist denn das? Nee, Untersuchung beenden, die wollen wir jetzt nicht nochmal. Schließlich haben wir ja was verdient. Wenn die Kinder Patienten sind, dann würde ich mal hier irgendwas herstellen. Ein für die Chirurgie Bauchkraulgel. Katzenmint basierendes Beruhigungselixier. Hört sich doch gut an. Okay, das macht sie jetzt mal und wir gucken hier. sie weiß nicht so recht, wa? Ah, Kundschaft. Freundlich vorstellen. Okay, Patienten, warm herzlich begrüßen. Und jetzt wissen wir nicht, wie lange die das noch macht. Man könnte hier stundenlang irgendwie... Ja, komm mal gucken. Ja, man könnte hier stundenlang irgendwie verbringen. So, das machen wir. Aber weiter geht's im nächsten Part. Und sie nimmt sich ihm gleich an. Und hallo. Gut, ich sag trotzdem tschüss.